Das Baseline Grid oder manche nennen es auch Grundlinienraster, das kennen viele Designer aus dem Printbereich, wenn es also darum geht, irgendwie Magazine zu layouten oder Bücher zu gestalten. Aber nur wenige verwenden es tatsächlich auch im Webdesign-Bereich, wenn es also wirklich darum geht, auch digitale Layouts anzulegen. Und deswegen wollte ich heute mal so ein kurzes Video aufnehmen, wo es einfach um die Grundlagen geht, warum ich überhaupt mit einem Baseline Grid arbeite, worin auch die Vorteile liegen, wenn man zum Beispiel zusammen mit Programmierern arbeitet oder denen das Layout dann übergibt und warum es einfach mir so hilft, schnell in einen Layout-Rhythmus reinzukommen und auch Typografie und Elemente im Layout anzuordnen. Also, was ist ein Baseline Grid überhaupt? Ich habe hier einfach ein Bild mal aus dem Internet gezogen, um dir das so ein bisschen zu zeigen. Und da siehst du auch schon, wenn man auch mal im Browser vielleicht gucken, wenn man Grundlinienraster eingibt, dass das auch für Magazine und Zeitschriften ganz häufig verwendet wird. Und in dem Printbereich arbeitet man ganz viel mit so einem Baseline Grid, auch wenn man ein Buch zum Beispiel gestaltet. Und das ist im Web, sage ich mal, nicht so üblich, weil es auch für die Entwickler schwierig ist, so ein Baseline Grid anzulegen. Und mit Baseline Grid meine ich jetzt nicht diese vertikalen Spalten, die du ja vermutlich auch bei jedem Layout verwendest, sondern diese horizontalen Linien, die regelmäßig immer wieder vorkommen. Ich aktiviere das jetzt hier mal in meinem Dokument und dann siehst du ganz schnell, dass ich zum Beispiel den Fließtext hier auf meinem Grundlinienraster abgestimmt habe, den Zeilenabstand und auch die Headline. Die liegt auch jedes Mal, wenn eine neue Zeile kommt, auf diesem Baseline Grid. Und warum sollte man damit überhaupt arbeiten? Ich finde ganz klar, Elemente lassen sich dadurch viel leichter im Layout platzieren und anordnen. Also ich weiß zum Beispiel die Hintergrundfläche, wenn ich die aufziehe, die fange ich bei so einer Linie an und sie hört auch wieder bei einer Linie auf. Und ich muss nicht immer so raten, ob das ungefähr stimmt, sondern ich kann wirklich von Anfang an so ein bisschen Konsistenz reinbringen. Und vor allem ist es aber auch für Typografie sehr wertvoll. Schauen wir uns einfach mal hier ein Beispiel an. Das ist eine Podcast-Landing-Page, die ich schon länger her, aber die habe ich mal gemacht und da habe ich auch mit einem Baseline-Grid gearbeitet. Und wenn ich mit dir das hier einfach mal kurz durchgehe, dann siehst du, dass alle Elemente immer auf diesem Baseline-Grid liegen. Und wenn man ehrlich ist, dann ist es eben so, dass wir Designer häufig wir fangen an, so ein Layout zu gestalten und dann sind es immer so in etwa Abstände. Und man rät so ein bisschen, ja, das ist ungefähr so wie da drüber auch. Aber trotzdem musst du früher oder später dein Dokument ja auch für die Entwickler vorbereiten oder eben eine Regel dann für diese Abstände definieren. Und deswegen kannst du natürlich auch direkt von Anfang an dir ein bisschen Zeit sparen und mit so einem Grid zum Beispiel arbeiten. Und dann sieht das alles schon ein bisschen ordentlicher aus und auch die Abstände sind nachher leichter zu definieren. Jetzt zeige ich dir einfach mal, wie man das am besten anlegt und danach gehen wir noch mal ein paar Vorteile durch. Ich arbeite hier mit Sketch. Ich weiß nicht, wie das in Photoshop gemacht wird. Gibt es bestimmt auch die Funktion, aber Sketch ist das Programm meiner ersten Wahl und deswegen da kannst du auch über View und dann Canvas und dann kannst du auch bei Layout Settings aktivieren. Und hier siehst du schon, dass ich momentan mit einem Culling Grid arbeite. Also Spalten erstellt habe, das sind die hier, die vertikalen und die haben auch einen Abstand, also hier die Zwischenspalten von 26. Das wäre jetzt, das stellen wir jetzt mal auf 24, weil wir einen Baseline Grid haben wollen von 6 Pixeln. Und warum wähle ich 6 Pixel? Man kann da auch eine andere Zahl eintragen. Bei mir ist es so, dass ich einfach versuche, schnellstmöglich in ein Layout einzusteigen und deswegen verwende ich immer wieder ähnliche Voreinstellungen. Viele arbeiten auch mit einem 12-Pixel-Baseline-Grid. Bleibt dir überlassen. Ich nutze auch manchmal 12, aber für mich ist es dann in eine kleinere Einheit einfach teilbar. Du könntest jetzt hier auch 12 eintragen und dann siehst du, dass die Abstände sich vergrößern. Ich lasse es jetzt mal bei 6, weil das ganze Layout und alles ein bisschen darauf abgestimmt ist, um dir ein bisschen besser die Sachen gleich erklären zu können. Und hier ist wichtig, ich glaube, hier ist standardmäßig auch was anderes eingestellt, dass du hier eben 1 einträgst, dass er jedes Mal wieder eine neue Zeile direkt bei 6 Pixeln beginnt.
könntest auch die Farben noch verändern und sowas. Also mit den Layout-Settings kannst du ja ein bisschen rumspielen. Für uns wichtig jetzt hier in diesem Video ist, sind diese Rows, also die Reihen, die sind für das Baseline-Grid zuständig. Ich klicke mal OK und das wird jetzt sozusagen für dieses Artboard übernommen. Und sobald du das duplizierst, wird auch diese Einstellung beibehalten. Deswegen rate ich dir wirklich von Anfang an, dir zu überlegen, mit was für einem Baseline-Grid du arbeiten möchtest und anhand dessen dann jetzt nicht zu sagen, okay, lass uns mal ein Beispiel machen. Wir haben hier irgendwie eine Headline. Irgendeine Cooking-Headline, die ist jetzt ein bisschen kurz. Geben wir uns mal ein bisschen was Längeres. Die geht mal über zwei Zeilen und die machen wir ein bisschen größer und du siehst schon, dass ja Sketch automatisch den Zeilenabstand auch anpasst. Ja? Und wenn wir jetzt mal rangehen, dann sehen wir, dass es nicht ganz auf unseren Baseline-Grid passt. Und das heißt, wir müssen uns jetzt hier einen Wert aussuchen bei der Zeilenabstand, der Linienhöhe, der eben durch 6 auch teilbar ist. Und das ist 60. Und das, so ist es quasi, dass du einfach dann, wenn du sagst, okay, das ist jetzt meine H1 meinetwegen, ja, du legst nochmal eine an, die ist, keine Ahnung, sagen wir 36, das wird deine H2, siehst du, der Zeilenabstand ist viel zu groß und du kannst hier auch mathematisch eingeben, weil du jetzt weißt, du bist schon bei 6er Schritten, gibst einfach mal minus 24 vielleicht ein und sagst dann, okay, das ist meine Headline, zweite Hierarchie. Hier ist vielleicht der Zeilenabstand dir auch noch zu groß. Kannst du einfach mal minus 6 eingeben. Sagst du, okay, das passt. Und du kannst sicher gehen, dass beide eben auf diesen Baseline-Grid angeordnet werden. Ein Pro-Tipp ist, das ist was Sketch irgendwann mal hinzugefügt hat. Du kannst bei Einstellungen, bei Canvas kannst du noch eingeben, wie weit Objekte springen sollen, wenn du mit der gedrückten CMD-Taste ein Element bewegst. Und das ist jetzt zum Beispiel standardmäßig, glaube ich, immer 10 Pixel. Und ich habe es jetzt auf 6 gestellt und dadurch, wenn ich das hier bewege, geht das immer direkt zum nächsten Baseline-Grid. Und das macht es mir natürlich leichter, wenn ich einfach Elemente bewegen will, dass die dann zusammen auch immer auf diesen Linien bleiben. Ich habe hier mal als Beispiel was angelegt, Layout vielleicht angefangen, ja, im Reisebereich und habe einfach mal so ein bisschen platziert, ein paar Bilder, ein bisschen Text und ein Sign-up-Feld, ja, und so, wenn man so insgesamt drauf schaut, denkt man so, ja, passt doch eigentlich hier, Abstände ist ungefähr alles gleich, ist schon okay. Und jetzt zeige ich dir mal, also es sind wirklich sehr feine Nuancen. Jetzt zeige ich dir mal, wenn ich das Baseline-Grid quasi an meinem Baseline-Grid anordne. Dann siehst du, dass es sich ganz leicht verändert hat. Ja, der Zeilenabstand ist ein bisschen korrigiert. Ich switch nochmal zurück. Man sieht hier zum Beispiel, die Bullet Points sind näher beieinander, wie jetzt, wenn ich es an einem Baseline-Grid anordne. Du siehst, dass die Abstände hier ist eigentlich ein bisschen zu groß, ist größer wie hier. Das hier ist momentan 42, ist durch 6 teilbar, aber 49 zum Beispiel nicht. Und das hat man mit dem Auge so gemacht, aber sollte ungefähr gleich sein. Und jetzt gucken wir mal, okay, hier ist jetzt halt eine Konsistenz reingebracht. Auch der Abstand nach oben und nach rechts ist 36. Lass uns mal hier rangehen. Ich aktiviere mal das Baseline Grid, da siehst du, okay, da haben wir 24, ein Icon, das 24 mal 24 ist und davor war es eben so ungefähr, ja, wie es einfach gut aussieht von weiter weg. Aber das sind einfach so Definitionen, die wirklich dir so ein bisschen mehr Konsistenz mit reinbringen. Und genauso, wenn wir uns jetzt auch, das geht nicht nur um Typografie, gehen wir mal zu diesem Button hin und es war erst so, dass, wenn wir hier mal die Abstände angucken, nach oben 11, nach unten 10, nach rechts 12. Gut, der Abstand rechts ist durch 6 teilbar, den könnten wir so verwenden. Aber es könnte ein bisschen feiner sein. Ja? Überall Abstände nach 12. Und auch der Text könnte auf dem Baseline-Grid sein. Und es fängt auch die Abstände vielleicht nach außen. Ja? Hier siehst du schon
24 nach rechts, 24 nach links. Und auch von dem Inputfeld hier der Eingabetext ist auf einem Baseline Grid. Also es kann alles daran orientiert werden. Und dadurch kannst du wirklich auch eine gewisse Geschwindigkeit in dein Design mit reinbringen. Und wenn ich es hier wieder so aktiviere und deaktiviere, man sieht, dass es wirklich, jetzt ist es wieder an, dass es ganz feine Nuancen sind, die hier, jetzt ist es an, aus. Also hier auch, die Headline fängt nicht an auf der Zeile, wo die anfängt. Ja, wenn du das dann so am Baseline Grid orientierst, dann fangen die beide eben auf der gleichen Höhe an. Genauso der Text mit dem Bild hier. Was ist, wenn es mal Text gibt, der sich aus welchen Gründen auch immer nicht an dem Baseline Grid anordnen lässt? Also das von Anfang an vielleicht, es ist manchmal so, dass wenn man kleinere Textgrößen hat, wie zum Beispiel 14 oder sagen wir mal 13, da sagt man, diese Größe muss aber ein Infotext zum Beispiel haben, aber der Zeilenabstand, der ist irgendwie, der soll ungefähr bei 16 sein. Ja, und man sagt, okay, das ist jetzt beides nicht durch 6 teilbar und auch vor allem der Zeilenabstand nicht, und das ist ja eigentlich das Wichtige. Und wenn wir das jetzt mal hier zu einem anderen Textblock gegenüberstellen, dann sehen wir, dass die erste Zeile zwar noch funktioniert, aber dann bei der Zeile hier, da überlappt es sich immer. Und was man dann machen kann, ist, dass man versucht, jede zweite Zeile auf das Baseline Grid anzupassen. Und das siehst du jetzt hier, die stimmt, die ist ein bisschen, die überschneidet sich dann und dann ist es wieder stimmig. Und das wiederholt sich sozusagen. Und da kann man dann auch mal sagen, okay, bei so Infotexten zum Beispiel, die dann irgendwie mal am Rand stehen oder irgendwas, das ist so eine Bildbeschreibung oder so, ja, dann ist es auch legitim, dass man mal einfach ein bisschen variiert in den Angaben. Wie ist das, wenn du das Ganze jetzt an die Entwickler übergeben musst? Weil am Ende muss dann Layout ja auch programmiert werden. Und da ist natürlich wichtig, dass die sich an irgendwelchen Werten orientieren können. Da musst du vielleicht die ein oder anderen Abstände nochmal wirklich final korrigieren. Also ich gehe am Ende natürlich nochmal immer bei mir auch die ganzen Layouts durch und schaue, dass Abstände zum Beispiel Headline zum Fließtext, dass die auch gleich sind. Man sieht jetzt schon vom Auge her, dass das hier größer ist als zum Beispiel bei diesem Absatz. Und das soll natürlich gleich sein, das soll keine Verwirrung stiften. Und ich habe schon mit einem Baseline Grid gearbeitet, aber ich sag mal, ich habe einfach als Beispiel jetzt hier einfach diese Sachen nochmal kurz hier platziert, diese Textblöcke. Und selbst wenn ich die aber jetzt hier orientiere an dem Baseline Grid, ja, das ist schon mal optimal, dann sieht man trotzdem, dass Abstände, vielleicht auch der Abstand hier, dass das einfach noch nicht gleich ist. Es sieht vielleicht alles okay aus, aber es ist noch nicht wirklich aufeinander abgestimmt. Und da mache ich es persönlich immer so, dass ich am Ende mir so Distances, so Abstände schaffe, zum Beispiel einfach hier so ein Rectangle mache und den mache ich jetzt einfach mal rot. Das ist jetzt für mich der Abstand von meiner Headline, meiner H1 zum Fließtext. Ja? Und mit dem gehe ich dann und den definiere ich mir einmal. So kann ich quasi auch sagen, nein, der soll immer ungefähr so bleiben. Und den definiere ich mir dann einmal und dann gehe ich mit diesem Block los und gehe zum nächsten. Pack das so hin und sehe, aha, das stimmt nicht. So, zack. Gehe ich zum nächsten und mache dort auch wieder den Abstand, korrigiere ich. So, dann weiß ich schon mal, dass die Abstände von der Headline zum Fließtext richtig sind. Und genauso, und das kannst du dir dann auch alles nachher als Symbol anlegen, wenn du willst, könntest du jetzt nochmal sagen, okay, es gibt nochmal einen großen Abstand immer und den kannst du auch bei anderen Elementen verwenden. Ja, wenn du sagst, okay, dem gibst du auch einen Namen, zum Beispiel Large, dann sagen wir mal, der ist blau, kannst du quasi losgehen, kopierst die zwei und könntest nachher auch sagen, okay, alle Elemente, die hier kommen, haben auch so einen Large-Abstand, ja, aber irgendwas den Programmierern geben, woran sie sich orientieren können. Und das hier ist jetzt, stimmt noch nicht ganz, wäre jetzt zum Beispiel so, und dann sagst du, okay,
Das ist mein Abstand, der vom Fließtext zur Headline ist. Und als Beispiel jetzt nur, ja, und sagst dann auch, okay, das hier müsste dann so sein. Und das Gleiche kannst du dir natürlich dann auch hier oben wieder platzieren und sagen, okay, das hier stimmt auch nicht, die müssen wir auch noch mal richtig anordnen. Und so gehe ich dann quasi von oben bis unten noch mal durch und schaue, dass ich da einfach so ein paar Größen an Abständen definiere, die einheitlich sind, die immer wieder vorkommen, damit ich diese Abstände auch an den Programmierer weitergeben kann und er nicht händisch jedes Mal sagen muss, gut, jetzt ist mal ein Abstand 36, dann ist wieder ein Abstand 60 und dann ist es aber vielleicht mal 24. Das soll ja auch einheitlich sein, damit er dann nicht so viele Werte auch zu vergeben hat.